So, Friends, dann, wer auch immer noch da ist, sagt mal Hi YouTube, damit die sich nicht so alleine fühlen. Wir machen jetzt mal das hier, weil hiervon habe ich gelesen. Willkommen beim Stillen Stifter. Dem Stillen Stifter? Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledon seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten Namen. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist. Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Yes! Denn ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das für weirder Kram ist, den wir da die ganze Zeit bekommen. Diese Währung mit diesem Stern irgendwie. Und das ist anscheinend Ruhm. Und Ruhm kannst du ausgeben, um Stuff zu kriegen. Und das ist cool, glaube ich. Anscheinend. Und Ruhm bekommt man... Hier, bitte. Indem man einfach Sidequests erledigt. Ist ein Berserkerin cool? Das ist die Antwort darauf. Möchte ich Arouse is Arouse haben? Eigentlich nicht. Ich nehme das hier. Bitte schön. Ach, die kosten mich nichts. Ich dachte, die kosten Stuff. Okay. Bitte schön. Wack. Okay, dann also, je nachdem, wie viel Ruhm wir haben, schaltet sich da neuer Shit frei. Oh! Witzig. Und hier dachte ich, das ist eine Währung. Okay, dann... Was habe ich denn dafür für witzigen Dude dann freigeschaltet? Gute Frage. Okay, I don't know. Oh, das ist cool. Okay, ja. Please, hau raus. So viel besser als alles andere. Kupkaskade ist in letzter Zeit nicht mehr in Dalinar gesehen worden. Also noch ist meine PS5 nicht in Flammen aufgegangen. Von daher ist bisher noch alles gut. So. Dann müssen wir einmal nach hier. Dab, 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 da, dab. Gott, ich bin so eklig, es tut mir leid. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir Übriggebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten. Hey Schissel, was geht ab? Na, Sid? Pfleg, Ambrosia! Dann bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt finden. Bin ich überhaupt richtig? Ja, circa. Der Boden hier in der Trauerbucht ist sehr feucht. Vielleicht feucht genug für Nixenkelche. Da vorne sehe ich was Gelbes. Sicher Nixenkelche. Dass die Blumen wilde Kreaturen anziehen, scheint jedenfalls zu stimmen. Nice. Oh mein Gott! What the fuck? Holy shit, was geht hier ab? Ah!
verdammt. Bro, das ist ja übelst insane. Zu langsam. Das ist übelst witzig. Dude, holy shit. Gelbe Blüten. Nixonkelche, keine Frage. Gut. Dieser Duft hat etwas Vertrautes an sich. Er erinnert mich an früher. Ende des Jahres. Wenn ich dann hoffentlich durch den 100-Stunden-Stream auch wieder einiges an Geld drin habe, muss ich mir leider auch ein 65-Zoll-Wallet kaufen, glaube ich. Was ich aber eigentlich machen wollte, war nicht hier. Okay. Dafür muss ich nach hier. Los geht's. Ich meine, Qulit macht schon Sinn, wenn du... Die Tuchhändlerin den Stoff. Wie gesagt, einen hellen Raum hast. So, da bringt dir OLED irgendwie echt nicht so viel. Bei mir musst du nicht in den sauren Apfel beißen. Wie wäre es mit ein wenig Damast? Oder lieber ein paar Meter Samt? Oder Loden? Nur etwas Leinen. Zwei Ballen. Sie sind schon bezahlt. Es tut mir leid, Milord. Aber eure Stoffe sind nicht hier. Sie hätten mit einer Karawane aus Boklat hier eintreffen sollen, aber wir warten schon seit mehreren Tagen auf sie. Meine Mutter gibt Banditen die Schuld, aber sie gibt an allem Banditen die Schuld. In den meisten Fällen hat sie damit auch recht. Die Karawane kommt also aus Richtung Süden? Ja, hoffentlich mit lauter hübschen Sachen im Gepäck. Moment, wollt ihr sie etwa... suchen gehen? Ganz genau das habe ich vor. Oh, na dann, viel Glück. Natürlich. Was für eine Überraschung. Ich muss 7 Remake eh nochmal durchspielen. Wenn wir dann endlich mal mit dem Final Fantasy, wir spielen alle Final Fantasy Spiele durch Projekt anfangen, welches hoffentlich so schnell wie möglich anfängt. Ist eine Gefahr. Wer
soll das halb kaputte Zeug jetzt noch kaufen, nachdem dein Biest darüber getrampelt ist? Für mich sieht alles noch ziemlich heil aus. Gibt es irgendein Problem? Falls du vorhast, meine Waren zu klauen, kannst du dich schon mal auf eine Enttäuschung gefasst machen. Alles die Schuld von dem Dummkopf da. Aber du bist mir doch vor den Wagen gelaufen. Dieses Federhirn hat mich niedergetrampelt. Ich bestehe auf Entschädigung. Wenn nicht in Gil, dann nehme ich die Waren, die du dabei hast. Sonst melde ich dich bei der Garnison und lass dich hängen. Aber meine Lieferung wird in Nordstedt erwartet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie dir nicht geben. Du kommst nicht zufällig aus Bocklat, oder? Oh mein Gott, niemand interessiert's. Holy shit. Ich mich nicht so nennen. Und wir hätten schon das ist ein fuck me, so. Schauspiel ab. Okay, los geht's. Ich nehm den Vogelfreund. Kümmer du dich um den Schönling. Ich will nur mal anmerken, dass ich nicht Stranger of Paradise fucking durchgespielt habe, bis zum scheiß DLC, um die ganze Geschichte zu droppen, so. Fuck you. Bah. Ja, ich wollte auch gerade auch sagen, manchmal gehen Leute halt arbeiten und sparen ihr Geld und dann kannst du dir sowas leisten. Das ist halt... Ich würde mir halt auch tatsächlich noch einen größeren als 65 Zoll kaufen, aber der passt nicht in mein Regal rein. Von daher wird das leider ein bisschen knapp. Schon gut, ich gehe ja schon. Ja, ist okay. Geh du mal. Ist alles in Ordnung? Ja, dank deiner Hilfe. Dieser Betrüger wollte wohl den Banditen die Drecksarbeit... Bap. Aber zumindest verdiene ich zwischendurch immer wieder ein bisschen Geld und dann kann ich ein bisschen was zur Seite packen und dann kann ich mir davon witzige Sachen leisten. Also hattet ihr beide recht. Es sind wirklich... So. Wie zum Beispiel das Ding, was hier gerade vor mir steht, so. Oh, Glück und Gott. Ist das auch wirklich in Ordnung? Meine Mutter be... Zurück zum Versteck. Das war cool. Ein Glück haben wir dieses Quest gemacht. Den Stoff. Ah, warte. Clive, hier, näh den Kindern ein paar hübsche Kleider. Ups. Dann gebe ich ihnen... Wusstest du eigentlich, dass sie eine Ziehe... Zumindest, weil... Als Kind. Nicht... Dann ist sie eine waschechte Prinzessin, nicht wahr? Shit, war das wichtig? Das hab ich gleich erkannt. Manche Leute haben einfach so eine Ausstrahlung. Hier gibt's aber nicht viele davon.
Ich würde ihr gern etwas nähen, das besser zu ihrer Stellung passt, aber sie würde ja doch nur ablehnen, wie immer. Mir sagen, dass ich den Stoff lieber für die Kinder benutzen soll. Bitte nimm es dir nicht zu Herzen. Das letzte Kleid, das du ihr genäht hast, scheint sie jedenfalls sehr zu mögen. Das trägt sie ja wirklich ständig. Vielleicht näht sie sich selbst etwas Neues aus deinem Geschenk. Ablehnen wird sie es sicher nicht. Das würde mich so freuen. Hat gesagt, dass sie unsere neue... Okay, Jill ist eine Prinzessin. Das ist cool. Ich freue mich für sie. Hier. Ich freue mich, dich wieder bei uns. Ich habe die Blumen gefunden. Oh ja, erzähl. Die Suche selbst war nicht schwer, ne? Damals habe ich nicht drauf geachtet, aber wenn ein Extrakt daraus die Wirkung von Adern, wurden sie sicher auch in den... Wenn sogar eure Hofärzte auf die Wirkung vertrauten, Sid, ich werde dir zum Dank etwas... Ich muss nur die Essenz... Okay, hau raus, Junge. So, schon fertig. Ein einziger Tropfen genügt, um... Buff. So, was haben wir jetzt gekriegt? Vielen Dank für die Blumen. Ach, du liebe Güte. Okay. Bis später, Mark. Okay, jetzt macht unser Kram mehr Dings. Okay. Aha. Cool. Okay, finde ich gut. Dann wollen wir diese neuen Samen mal einpflanzen. Deine Blätter sehen heute schön und glänzend aus, Bohumil. Ah, da ist die Treppe. Ich freue mich auf den Tag, wo mein Vater stirbt und ich dann einfach irgendwie das Haus, / ein Teil von seinem Haus erbe. Und mich dann damit rumquälen darf, dass ich meinen Teil irgendwie monetär loswerde, um da irgendwas rauszukriegen. Sind die Gerüchte wahr? So, ja, es dauert halt echt mega lange, bis endlich mal irgendwer stirbt, so aus natürlichen Gründen. Hate it. Kupkas Garde ist in letzter Zeit nicht mehr in Dalimil gesehen. So, Jagdbrett. Was gibt's hier noch? Gar nicht so viel, ne? Der Dude sieht aus, als ob er richtig nervig wäre. Schauen wir mal, was Jill macht. Machen wir mit der Story weiter. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe.
Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. After 5 fucking years, they're finally touching hands. Ooh! Ooh! Clive! Oh, come on! Fuck off, Gav! Ben. Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen, ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte, ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Yes! Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los, lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Na, dann kann's ja losgehen. Hier, ist das nicht Götz? Wenn du irgendetwas brauchst, frag einfach Tante. Sie hat eine Menge neuer Ware reinbekommen. Ich hasse es, dass der klingt, als wäre er 12, aber irgendwie 8 Meter groß ist und 4 Meter breit, so. Träger zu jagen. Was ist? Ich hab... Der Schild ist halt weiterhin praktisch, aber ich will keine 20.000 Gil dafür ausgeben. I refuse. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. So. Will ich mal das andere Ufer vom See sehen. Okay, das ist cute. Das ist cute. Hortense hat gesagt, dass sie unsere neue...
Wir müssen jederzeit nach Rosalith aufbrechen können. Hast du mit Geth gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. Und Zeit zu Best Girl zu gehen, um uns wieder ein bisschen Story-Lore anzuhören. Dump. Lore-Dump. Time to dump on her. Sieh an, ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt... Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung... schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Zambreksches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosaliths dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buitt-Brücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Zambreks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie?
Ja, mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut, wir sollten los. Jawohl. Los geht's. Oh shit. Oh, das schöne, die schöne Stadt. Rück zum Schloss vor. Jawohl. Hugo und seine Männer waren fleißig. Die äußeren Mauern haben sie schon überwunden. Noch halten die Kaiserlichen dem Angriff stand, aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen. Die Schweine haben hier wirklich alles platt gemacht. Fast so, als ob sie die Stadt ausradieren wollten. Nur ein Mittel zum Zweck. All das für einen Mann? Das kann es doch nicht wert sein. Wenn ihr euch geschickt anstellt, dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum Schloss durchschlagen können. Ich werde noch ein paar Leute aufgabeln, die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind. Gib Acht. Ebenso. Macht mir keine Dummheiten. Ich hab Schlimmes geahnt, aber... Ich weiß, es ist ein Albtraum. Unser Zuhause. Komm, Clive. Wir müssen weiter. Die USK hat sich ja insofern weiterentwickelt, dass sie ja nicht mehr einfach nur Gewalt selber raten, sondern auch den Kontext hinter der Gewalt. Das ist keine Invasion. Oder so, keine Ahnung. Kupka macht vor nichts Halt. Nichts. Also auf jeden Fall haben sie... bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat einfach immer alles direkt indiziert und zensiert werden lassen und ab 18 geratet und so weiter. Und irgendwann hat irgendwer gesagt, so, jetzt müssen sie sich halt auch rechtfertigen, warum sie das halt ständig so krass alles machen. Und seitdem haben sie so eine Policy irgendwie, dass das auch ein bisschen abhängig vom Kontext der ganzen Sache ist. Also wenn der Kontext irgendwie erschließt von wegen, dass das irgendwo Sinn macht, dass das so passiert, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn der Kontext ist, wir mördern uns brutal, sinnlos, einfach nur überall durch und zeigen alles so detailliert wie möglich, dann ist es dann halt ab 18. Also ich weiß nicht, ob wir explizit einen DLC selber bekommen, aber mich würde es absolut nicht überraschen, wenn wir eine erweiterte Version vom Spiel kriegen, weil einfach jedes Final Fantasy so eine erweiterte Version irgendwann bekommen hat, wo einfach, keine Ahnung, neue Fähigkeiten drin sind, neue Story-Abteile, neue überarbeitetes Gameplay, bla, so.
Ich gehe davon aus, dass wir sowas kriegen werden. Durch das Tor. Halt, was ich mir, das habe ich halt vorhin schon gesagt, was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist, wo sie hier jetzt das Protoss zeigen, dass wir halt sowas wie Elementarangriffe kriegen, dass die halt tatsächlich was machen. Oder dass wir sowas wie Statusveränderung kriegen, wie hier Protoss. Was gab's denn da noch? Ah, ich hab's vergessen. Das andere Ding, was halt physisch dingst. Wall? Weiß ich nicht. Aber sowas wie Gift, Paralyse, irgendwie so ein Kram. Dass sowas halt wiederkommt. Das könnte ich mir halt vorstellen. Oder dass man halt mehrere Charaktere im Kampf steuern kann. Ich kann mir vorstellen, dass sowas Ähnliches halt in so einer erweiterten Version dann kommen könnte. Es ist Mörder! Verbrechen werde ich immer zahlen. Aber ja, es wundert mich auch nicht, dass die Leute DLC hierfür wollen. Es ist halt ein gutes Spiel und von guten Dingen will man immer mehr haben. Also von daher überrascht mich nicht. Gnade! Gnade! Kann ich das? Schade. Erledigt sie! Bringt alle um! Für den Kaiser! Damn! Ist hier noch ein Magier? Yeah.
Nice. By the way, Kammergöttin, danke für den Sub. Also, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auf jeden Fall so eine erweiterte International Zodiac Bla Royal Edition ähnliche Geschichte für dieses Spiel hier bringen. Wo sie halt einfach Gameplay-Tweaks reinhauen, wo sie ein paar neue Sachen reinpacken. Wahrscheinlich die Story auch ein bisschen erweitern. Neue Challenges auf jeden Fall. Vielleicht hier und da mal ein Superboss. Würde mich halt null überraschen. So voller krasser Story-DLC, weiß ich nicht. Fände ich cool. Würde mich aber überraschen. Hier war ich doch schon mal. Nee, warte, das ist... Wer ist hier am Zaubern? Keiner? What? Damn. Ey, so ein perfekter Parry ist einfach so nice. Stop!
Tada! Löst die Kette! Achtung, Curl! Fass! Bereit? Was glaubst du? Let's go! Ah, verdammt. Das Timing von diesem Angriff ist fucking nervig. Holy shit. Mit seine Kräfte. Greif weiter an. Wir halten ihn auf. Oh, fuck off, dude! Bam! Was für ein Kampf! Holy shit! Ich dich, Sid. Oder sollte ich sagen, Lord Rosfield? Ich habe eine halbe Ewigkeit nach dir gesucht. Lass sie gehen, Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass habe ich keine Mühen gescheut. Ich hoffe, dir gefällt die Kulisse. Bastard! Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist.
Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Sachte, mein Schneefleckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt. Scheiße! Nun, auf zu den Feierlichkeiten. Treffen wir jetzt Mom? Oh, ich will, dass wir Mom ins Maul hauen einfach. Los geht's. Ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaube, jetzt liegt's an mir. Zeit für Gaff Fantasy. Es ist Götz! Oh mein Gott! Der Kopf soll rollen! Du! Hol die Gefangene! Na, wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So eine Verschwendung. Yes! Gav. Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jill? Im Innenhof. Scheiße. Machen wir schnell. Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupkast-Männern. Überlass sie mir. Ich schleich mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Fast vergessen. Halt durch, Jill. Ich komme. Zeit, Leuten aufs Maul zu hauen. And I'm here for it. Bis später, Sigmunda. Aber schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Wo geht's hier raus? Ah, hier. Sterben.
Hier ist auch nichts weiter, ne? Ach man, das schöne Burgdorf-Ding hier. Ach, super sad so. Also die Axt ist ein bisschen gigantisch. Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Los! Warum hatte der gerade blau glühende Augen? What the fuck? What? 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 What the fuck's going on? What? This is what? Kannst du stehen? Die Bitch ist einfach fucking Fenrir. Komm schon, Lord Rossfield. Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben. Schluss damit. Ja, es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen. Mal sehen, wie er dir schmeckt. Oh mein Gott. Wie cool er einfach ist. Haltet durch. Wir kommen hier raus. Und Torgal? Danke. Oh mein Gott. Übelst cool. Seit wann kann Torgal denn dieses Kunststückchen? Alter, erst kämpfen wir. Ich zähle auf dich, Torgal. Yo, yo. Holy shit, ich sehe ihn nicht mal kommen. Wo kommen wir jetzt auf einmal her? Hältst du noch durch? Versuch's. Oh mein Gott! So, richtig anstrengend, Alter. Haben wir's? Ihr seid ja immer noch nicht tot. Wunderbar. Dann gehört Lord Kupkas Belohnung also uns. Das sind die coolsten Dudes einfach. Die Typen sehen nach Ärger aus. Schaffen wir auch noch. Na komm, na komm, na komm. Komm.
Ah, fuck. Na bitte. Ah, er ist zu weit weg. Verdammt. Ethan, danke für den Raid. Oh, fuck. Na bitte. Oh, ich dachte gerade, ich bin gestorben. Final Fantasy 16 ist wahnsinnig cool. Also ich mag es mega gerne. Weil das Kampfsystem einfach voll mein Ding ist und die Story ist voll spannend und alles ist einfach wahnsinnig aufregend. Geschafft. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die Letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Okay, warte. What the fuck is going on here? Cool. Das hilft mir nicht. Nice. Kupka hat uns unsere Heimat genommen. Lass ihn nicht auch deine nehmen. Jill. Mach dir keine Sorgen. Geh. Ich will antworten. I need answers. Weiche dir, Sid. Er stirbt durch meine Hand. Kupka. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Damn. Schluss mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sids Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedicta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten.
aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du hast... Du... Du hast sie getötet? Richtig. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin. Und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter. Du hast diesen Traum zerstört, alles ruiniert. Du wirst büßen, und zwar mit dem Tod. Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen. Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Jetzt stirb! Let's go! Ah, verdammt! Hier und jetzt erfährst du, was denen geschieht, die es wagen, mich zu stören. Ich werde dich töten! Der Typ sieht übrigens aus wie Thanos, weil er den Titan-Dingsbums in sich hat. Ah!
verdammt. Rossfield, mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich. Dieses Schloss wird dein Grab. Was? Oh, verdammt. Nice. Das Schicksal hat entschieden. Ich bin in meinem Element. Es gibt keinen Kampf. Okay, okay. Thank you.
geht hier ab, Alter? Oh mein Gott. Fuck! Oh mein Gott! Uff! Ah. Bro, was für ein Kampf! Oh mein Gott! Holy shit! I can't! Ah! Damn! Holy shit, einfach nur! Das Schwertbrennen ist, da musst du deine Phönix-Fähigkeiten aufdingsen, die da in diesem Kreis sind. Und dann ist das eine, wo du halt den Angriffsknopf gedrückt hältst. Und dann lädt er sein Schwert auf und dann brennt es und dann kannst du diese Spezialattacke machen. Also das gleiche geht auch mit dem Zaubern. Wenn du dann den Zauberknopf gedrückt hältst, dann lädt er so eine stärkere Flamme auf und ballert die dann raus, dann explodiert das und alles ist crazy. Holy fucking shit! Meine Hände! I'm dying, so. Oh mein Gott, hat er ihm gerade die Hände abgehauen? Ah! Oh mein fucking Gott! Holy shit! Bro! Oh mein Gott! Fuck! Oh Gott! Wie soll er denn jetzt aufs Klo gehen? Sei verflucht!
Ach stimmt, da war ja was. Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Die scheiß Hände auf dem Boden, Alter! Oh mein Gott! Work. What the fuck? Ach, Hugo, so viel Aufregung ist ungesund. Der war doch am Anfang schon mal da. Was? What the fuck? Ein andermal, Mythos. Waren das alle? Ich denke schon. Valuta Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Geth, suchen wir Clive. Ach, entschuldige. Ihr habt einen übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen. Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Keinen blassen Dunst, was sich hier abspielt, aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit, oder? Ja, hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Na, wie geht's dir? Lass uns heimgehen. Bis später, Alan. Schlaf gut. Und
Spinnmann, danke für den Sub. Sieh dich doch nur an. Dein Körper macht das nicht mehr lange mit. Du hattest versprochen, besser auf dich aufzupassen. Genug mit den Ausflüchten, Jill. Oder muss ich dich ans Bett fesseln? Nein. Ist gut. Keine Angst, Gav. Taya hat sie im Griff. Ja, aber im Griff hatte Kupka sie leider auch, als er noch greifen konnte. Fragt sich nur, wo er jetzt ist. Und was die Valuta dort zu suchen hatten. Darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Vielleicht hat Otto etwas gehört. Ich frage ihn. Und ich rede mit Harpo. Mit Harpokrates? Worüber denn? Na, über deinen tollen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Du aber auch, ja? Jill, hör auf Taya. Tu ich. Versprochen. Blaumann, danke für deinen Sub. Okay, das klingt cool. Gute Nacht, schlaf gut. Nicht alle Adligen haben es rausgeschafft. Okay, dann kicke ich gleich erstmal Ramu raus und hol mir leider Titans Power. Die sind ein bisschen cooler, glaube ich. Zurück? Ich glaube, was Neues kann man nicht machen, oder? Was willst du? Ha. Und? Keine Angst. So. Ich meine, hier kommen ja anscheinend noch vier, oder? Voll viel Stuff, der da noch irgendwie existiert, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall cool. Das brauche ich nicht. Das ist, glaube ich, noch ganz nice. Das kann weg. Das kann auch weg. Ach, wenn ich doch nur 400 Punkte mehr hätte. Aber okay, was soll's. Ach, das habe ich noch gar nicht gemeistert? What?
Ich dachte, das hätte ich schon lange. Das ist ja funny. Okay, cool. Ja gut, dann sollte ich das hier alsbald mal auf die Maximalstufe bringen. So oft ich das benutze. Krass. Ich glaube nicht, dass Kingdom Hearts 4 dieses Mal so lange braucht. Ich meine, dass Kingdom Hearts 3 so lange dauerte, lag ja größtenteils daran, dass sie mit so einer Krüppel-Engine gearbeitet haben, dann alles in den Müll werfen mussten, weil sie davon nichts nutzen konnten und dann halt quasi von vorne wieder anfingen. Und dieses Mal machen sie es ja direkt richtig. Daher gehe ich mal davon aus, dass es keine 10 Jahre dauern wird. Ach, ich bin so hin und her gerissen. Los geht's. Otto, bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivian versucht, ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unserem Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Rettest du etwa immer noch die Welt? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt, ja. Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll über so ein Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Mit. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Während wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch, bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinander wirbelt. Das nehme ich mal als Kompliment. Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo bist du hin? Von wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Hey, Otto, her mit den Gill. Wie? Wovon redest du? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Dann zum Lagerraum. Damn. Mal echt? Was mit. Warte mal, Details. Nehmen wir mal das hier. Stimmt, ich dachte, das wäre irgendwie voll cool, aber... Also, dass das irgendwie nochmal stärker wird, aber anscheinend nicht. Das ist ja witzlos. Das heißt, ich kann jetzt den Trash nehmen. Ich dreh durch. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch Ramu-Attacken reinpacken, obwohl ich die nicht mehr ausgerüstet habe. Das ist ja witzig. Oh, ich dachte, das würde es auch stärker machen oder so. Aber okay, ja, dann ist ja meist dann relativ nutzlos. Zumindest für den Phoenix-Kram, weil den habe ich ja immer ausgerüstet.
Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Bist ganz schön lahm. Ich hab zu. Was geht mit der, Alter? Dann mach ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, so wie ich früher eine hatte. Mit, du bist gerade erst zurück. Na und? Ich hab schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln. Er hat mir alles beigebracht und mich dann sogar zum Studieren nach Canva geschickt. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt, Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ha! Ich wusste, dass du ja sagst. Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben für dich. Für mich? Ja klar. Und was kann ich für dich tun? Als erstes brauche ich eine Ausstattung und Material für meine Projekte. Hier sind Pläne für ein paar Werkzeuge und Rohstoffe für die Herstellung. Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Außer das Holz. Dafür brauche ich einen Schreiner. Aber ich leih mir deinen. Sonst noch Wünsche? Keine. Vielleicht nächstes Mal wieder. Okay. Wo fange ich an? Material und Werkzeug. Wer zur Hölle ist mit, Alter? Sids Tochter. Oh. Das ist aufregend. Wann ist das passiert? Zu Karon und Schledorn. Nächstes Mal macht Sid Kupka einen Kopf kürzer. Du wurdest in Rosalith geboren, oder? Ach so, du meinst das mit dem Ausweichen. Das ist, also schätze ich mal, dass du das meinst. Es ist mit dem Ding hier, mit dem Berserkerring. Wenn du perfekt dann ausweichst, dann hast du so eine Zeit lang so ein Feuer-Dingsbums-Schwertangriff. Und den Berserkerring kriegst du... Da. Hier, bei der hier. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Den kannst du dann hier freischalten, wenn du 85 Ruhm gesammelt hast, was eigentlich relativ schnell gehen sollte. Viel Glück da draußen, Sid. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. So. Hab mich gewundert, wo du steckst. Mit ist zurück aus Canva. Warst du bei ihr? Vorhin. Sie will eine Werkstatt im Lagerraum einrichten und hat mich um etwas Material gebeten. Hier ist die Liste. Denkst du, du kannst das alles besorgen? Mehr nicht. Das bisschen besorge ich dir doch sofort. Gut zu wissen. Die Bezahlung. Nicht nötig. Dieses Mädel hat schon so viel für uns geleistet. Ohne ihre Filter gäbe es hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Und das hätte uns schon vor langer Zeit erledigt. Da hast du recht. Ich leite alles an mit weiter, wenn es da ist. Danke, Karon. Ich benutze die Garuda-Fähigkeit ständig. Ich habe nur manchmal andere Sorgen, als auf die Stagger-Leiste zu achten. Und ich finde das Spiel super. Ich finde die Fetch-Quests in der Hauptstory gar nicht so mega schlimm. Da finde ich die in den Side-Quests wesentlich nerviger. Schledorn, beschäftigt? Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich.
Von Mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. Kannst du die schmieden? Meine Güte. Was will sie denn damit bauen? Ein Luftschiff? Ich tue, was ich kann. Sag ihr, ich werde sie ihr bringen. Irgendwann. Danke. Von uns beiden natürlich. Fehlt nur noch der Schreiner. Ich red mal mit Bardolf. Das Ding mit der Garuda-Attacke ist halt aber auch, du kannst die nur verwenden, wenn das wirklich gerade so die 50%-Marke erreicht. Und dann kriegst du halt so einen Singerton und dann musst du die verwenden. Und wenn du dann weiter drauf haust, dann funktioniert es halt einfach nicht mehr. Und das ist halt bla so. Daher, wenn ich spontan dran denke, dann ist es halt cool. Und wenn nicht, bin ich halt gerade im Flow mit irgendwas anderem, dann ist es halt so. Schmieröl vertragen. Das sollte fürs Erste. Na, Sid, wie geht's? Bardolf? Mit will sich hier eine Werkstatt einrichten und braucht die Hilfe eines guten Schreiners. Und da wärst du die erste Wahl. Ich würde der jungen Dame gerne zur Hand gehen. Aber leider habe ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. Zu viele Löcher, die gestopft werden wollen, damit uns der Laden hier nicht unterm Hintern absäuft. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr Arbeit. Verstehe. Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit, weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, stimmt. Er hat uns früher schon geholfen. Mal sehen, ob Martha ihn entbehren kann. Danke, Bardolf. Selbstverständlich. So. Dann gehen wir kurz mal nach dort. Ich wünsche mir für diese Gegend, dass irgendwann dieser bewölkte Himmel endlich mal weggeht. Ah, Clive, was führt dich denn zur Rast? Unser Heim bräuchte Hilfe von einem guten Schreiner. Könnte ich vielleicht Bernard für eine Weile ausleihen? Wenn er nichts dagegen hat. Eine Hand wäscht die andere. Danke, Martha. Wo finde ich ihn denn? Er hat wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Soweit ich weiß, ist er noch dort. Dann suche ich ihn mal. Komm ich da jetzt? Okay. Bleib wachsam. Wir wissen nicht. Ich meine, blauer Himmel hattest du ja, als du hierher kamst. Und das sah eigentlich halt ganz nett aus. Und jetzt ist es halt die ganze Zeit so grau und neblig. Scary.
Bin ich hier richtig? Nein, verdammt. Das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernard. Martha meinte, du seist wohl hier. Ich habe eine Bitte an dich. Ach, wirklich? Eine Werkstatt bauen? Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und wenn Martha mich für eine Weile entbehren kann, warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Das höre ich gern. Ich hätte selbst noch eine kleine Bitte, wenn möglich. Was denn? Das da ist Cressida, meine Heimat. Und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Ich wollte sie mal wieder besuchen. Hab sogar die Brücke gepflegt, um rüberzukommen. Aber dann war das ganze Dorf voller Bestien. Du hast doch ganz schön viel Erfahrung im Umgang mit solchen Viechern, oder? Könntest du nicht vielleicht? Versteht sich doch von selbst. Oh, ich danke dir. Sei vorsichtig. Nice. Hey, Sword Dude. Dann fighten wir noch mal eine Runde. Das haben wir gleich. Schauen, ob ich alle so ein bisschen auf einen Platz hier kriege. Okay, das will ich nochmal probieren. Shit, warte. Komm schon. Hör auf, das Ding anzugreifen. Nice. Ah, verdammt. Gar nicht so einfach. Bro, komm schon. Oh mein Gott, hör doch auf, so dumm rumzustehen die ganze Zeit. Ah!
Das war knapp. Das wäre erledigt. Das hat ja nicht lang gedauert. Danke, Junge. Jetzt können meine Eltern wieder in Frieden ruhen. Wann wurde das Dorf denn aufgegeben? Nach dem Fall von Rosaria sind die Leute allmählich weg. Die Fäule und Kaiserliche, das hält niemand aus. Die letzten müssen vor etwa 10 Jahren gegangen sein. Es könnten aber auch 100 sein, wie es hier aussieht. Ich erkenne kaum was wieder. Tut mir leid. Ach, nicht doch. Es war schön, aber vergangen ist vergangen. Ich spreche nur noch ein Gebet für meine Familie. Dann komme ich zu euch. Wir sehen uns. Das wäre alles auf Mits Liste. Schnell zurück, bevor ihr noch mehr einfällt. Final Fantasy 9 Remake, los geht's. Ja, die Schwarzmagier-Vogelscheuchen sind mir auch schon aufgefallen. Die habe ich auch schon sehr gefeiert. Ich meine, hast da halt die Schwarzmagier-Vogelscheuchen, du hast Benedicta, die aussieht wie Zidane. Ich dachte, hier wäre noch was Cooleres, aber dann halt anscheinend nicht. Dann zurück zu Mit. Und schauen wir mal, was sie so für uns hat. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Hallo, Clive. Ist alles erledigt? Ist es. Ich habe dein Material bestellt und ein Schreiner mit Namen Bernard ist auf dem Weg hierher. Das ist spitze. Danke, Clive. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nö. Schledon und Tante Karon haben mir schon alles besorgt und mein Bauplan ist auch fertig. Sobald Bernard da ist, kann's losgehen. Kann's kaum abwarten. Das wäre meine gute Tat für heute. Mal sehen, wie es Jill geht. Sie hatten eben gerade auch noch eine andere Anspielung an irgendwas. Ach genau, mit den Wasserfiltern. Kannst mir nicht erzählen, dass das nicht so eine kleine Anlehnung an 7 Remake war. Was haben wir für dich bekommen, Sid? Hier, bitte. Viel Glück da draußen, Sid. So, was haben wir da jetzt bekommen? Um 40%, das ist insane. Viel so. Damn. Sollte ich vielleicht bei Zeiten mal benutzen. Ah, Clive. Taya. Wie geht's Jill? Schon besser, aber sie braucht immer noch Ruhe. Natürlich. Kümmer dich gut um sie, ja? Ich gebe mir Mühe. Oh, Gav hat nach dir gesucht. Meinte, er will dir was im Archiv zeigen. Im Archiv? Ach so, ja. Er wollte Hippokrates wegen Torgal fragen. Er hat wohl was erfahren. Du
siehst aus, als würde gleich ein Schokoboküken sterben. Taya hat mir aufgetragen, das Mal eines Fluchbrechers zu entfernen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe Angst davor zu versagen. Ich weiß, dass du überlebt hast. Viele andere, aber nicht. Ist es wirklich das Risiko wert? Du kennst die Antwort. Du weißt ganz genau, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen in der Hoffnung, dass alle Träger einmal in Freiheit leben können. Doch bis dahin ist ein Mal eine Last. Noch müssen wir uns ihr entledigen, damit man uns nicht sofort erkennt. Die Operation mag gefährlich sein, aber sie ist notwendig. Und vor allem ist sie freiwillig. Ich weiß. Ich wünschte nur, es ginge auch anders. Aber mit Selbstmitleid ist wohl auch niemandem geholfen. Keine Sorge. Ich tue, was ich muss. Ich weiß. Allerdings muss ich vor der Operation noch eine betäubende Medizin zusammenmischen. Und das kann ich leider nicht tun, da unsere Elmonea-Vorräte zur Neige gehen. Sag, wo ich hin muss. Du, niemand kennt sich mit Kräutern aus wie Taya. Zu unserem Glück tue ich das. Am Fluss in der Nähe von Boah. Also ich weiß nicht, ob ich noch so super lange streamen möchte, weil es halt auch schon voll spät ist und ich möchte eigentlich nicht um 1 Uhr morgens mitten in der Woche die Bude zusammenbrüllen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, wenn ich jetzt hier gleich den Break mache und dann hier morgen weitermache. Sag mal, weißt du, warum alle so aufgeregt sind? Wir haben ein Problem. Nahe Nordstedt ist eine Gruppe Fluchbrecher verschwunden. Welche denn? Coles. Sie sollten Träger aus einer Kutsche befreien, bevor sie auf dem Markt verkauft werden. Aber kurz vor dem Zugriff wurde der Transport von Goblins überfallen. Einer von ihnen konnte gerade noch einen Stolas losschicken, aber das ist Tage her. Sie hätten schon längst wieder hier sein sollen. Etwas stimmt nicht. Ich habe schon die Befürchtung, dass... Sie wissen sich schon zu helfen. Mach dir keine Sorgen. Aber das ist meine Schuld. Ich... Vor jedem Einsatz erinnere ich sie daran, warum wir das hier machen. Was wir verhindern wollen und wovor wir die Leute bewahren. Ich dachte immer, es ist gut, ihre Moral zu befeuern. Aber was, wenn sie deshalb zu viel riskiert haben? Ich gehe sie suchen. Dann werden wir beide Sicherheit haben. Danke, Sid. Tut mir leid, dass ich dir Ärger mache. Der Auftrag war, die Sklavenkutsche beim Drachenhorst abzufangen. Ich fürchte, das ist alles, was ich weiß. Das dürfte reichen. Wenn sie da sind, wird Torgal sie finden. Jill war kreidebleich, als sie zurückkam. So, dann rede ich noch mit Gav, guck mal, was er rausgefunden hat, und dann würde ich einen Strich drunter setzen, denke ich. Clive, wo hast du gesteckt? Ich wollte dich was fragen, wegen Torgal. Wo hast du ihn her? Also, wo habt ihr ihn gefunden? Mein Vater hat ihn von einer Reise in die nördlichen Gebiete mitgebracht. Sie haben ihn inmitten eines Schneefelds winseln gehört und, weil er ganz allein war, einfach mitgenommen. Was denkst du, Harpo? Es passt jedenfalls zu meiner Theorie. Clive, ich glaube, Torgal ist kein einfacher Hund, sondern ein Frostwolf. Ein sehr seltenes Tier aus dem äußersten Norden Valisteas. In einem unserer Folianten findet ein solcher Frostwolf Erwähnung. Dieser Wolf diente als Beschützer einer Königin des Nordens. Er hatte die Gabe, Äther zu beherrschen und konnte auf Kommando Magie wirken. Sein Name war Fenrir. Oh, called it! Und die Annalen erwähnen das zwar nicht konkret, aber ich bin mir recht sicher, diese Königin war ein Dominus von Shiva. Eine Frau aus den nördlichen Gebieten und ihr Gefährte. Sie erwacht als Dominus von Shiva und das Tier
Das heißt, Jill ist der Grund für Torgals Kräfte? Was? Genau wie Fenrir. Offiziell war er mein Hund. Aber Torgal und Jill waren unzertrennlich. Er ist als steter Begleiter von Shivas Dominus aufgewachsen. Und Jahre später sind seine Kräfte erwacht, als seine Herrin ihn am dringendsten brauchte. Das stimmt. Wenn Torgal die verdammten Dalmeker nicht zur Hölle geschickt hätte, wär's aus gewesen. Fast. Denn Torgals Kraft ist seine eigene. Seine natürliche Gabe als Frostwolf. Sie musste nur erweckt werden. Ach, sieh an, Torgal! Du bist ja noch fabelhafter, als wir dachten. Ach, und macht euch bitte keine Sorgen. Torgals Gabe schadet seinem Körper nicht. Er frisst ja förmlich wie ein Behemoth. Gerade heute Morgen habe ich ihn mit der Nase in meinem Frühstück gefunden. Hier bist du! Ich hab dich schon überall gesucht. Bernard ist da. Du musst uns vorstellen, dann legen wir los. Ich komme sofort.